Schau Phineas und Ferb im Disney Channel. Hey Phineas. Yo. Also ihr baut doch jeden Tag diese komischen Sachen. Ja. Und am Ende des Tages lasst ihr sie wieder verschwinden. Nein. Und wie bitte nein? Wir lassen nichts verschwinden. Und was passiert dann mit dem Zeug? Wissen wir auch nicht, aber es räumt sich von selbst auf und Ferb sagt einem geschenkten Gaul, schaut man nicht ins Maul. Soll heißen, ihr seid nicht ein klitzekleines bisschen neugierig, was damit passiert? Naja, ein kleines bisschen neugierig sind wir schon. Wie wär's, wenn Ferb und ich was bauen und ihr es im Auge behaltet? Vielleicht findet ihr raus, was damit passiert. Klingt nach einem guten Plan. Einem Plan, um sie dran zu kriegen. Na gut, Jungs, ich will was Großes und Unübersehbares. Vergiss nicht, wir dürfen unseren Blick keine Sekunde lang abwenden. Und wenn ich zwinkern muss? Hier, das wird helfen. Kochsalzlösung. Hey, Phineas, was machst du gerade? Wir bauen ein großes, unübersehbares Karussell im Garten. Cool. Darf ich mal fahren? Hier fährt niemand mit irgendetwas. Wir werden es nur beobachten. Candace will sehen, wohin es verschwindet. Alles klar. Boah, was ist denn das? Ja, das ist so eine coole neue Erfindung. Stellt euch da hin und beobachtet es mit uns. Wie sieht mein Terminplan aus? In diesem Moment trägst du mich wie einen Koffer herum. Bin dabei. Hey, Augen offen halten, Kleine. Wir schauen und wir warten auf den Liegen im Gras in unserem Garten. Es scheint, es bleibt für immer da, doch irgendwann ist es plötzlich weg. Wir passen genau auf und observieren das Ding, denn heute wollen wir wissen, wo kommt es immer hin. Das prompte Verschwinden, das ergibt keinen Sinn. Also schauen wir und wir warten. Wir starren und wir glotzen, bis die Bindehaut brennt. Wir halten das Ding hier im Auge, sind wachsam und zwar permanent. Es wird nicht geblitzelt, sonst ist es in 0,0 schon weg. Wir schauen und warten, ja, wir schauen und warten. Wir schauen und warten, wir schauen